Wollen wir das doch mal aufmachen und mal gucken, wo es na da lang geht. So. Hört man das wohl im Video, wenn ich hier... Na, das sieht schon mal ganz gut aus. Ah, das ist ganz praktisch. Wenn hier mein Gamepad so krass anfängt zu vibrieren, ich frage mich, ob man das hört. Was? Was, wo? Ich bin nicht blöd, du bist blöd. Pah. Da komme ich nicht lang. Hier geht's nur wieder zurück. Wo ist hier drüben? Ah! Das ist doch schön. Huch, was war das denn? Hab ich zufällig die Schalldinger ausgewählt gehabt? Zack. Hier ist noch irgendwo so ein Ding. Da ist es. Zack. So, okay, dann gehen wir jetzt halt hier weiter. Blicke nicht mehr so ganz durch, wo ich bin und wo ich hin muss. Hier ist wieder da oben ist einer. Hey, ja, komm doch. Du kommst bestimmt gleich da runter, wa? Oder? Hallo? Hallo? Nicht? Nicht? Was ist denn da los? Komm doch mal da runter. Ist hier noch irgendwo einer? Nö, ich sehe nur den da oben. Das heißt ja, ich muss irgendwie theoretisch da oben hinkommen. Oh, dieses Rumgeschrei von denen ist aber auch furchtbar, ne? Moment, Batclaw. Einmal dieses Gitter da rausziehen, dann können wir uns da hochziehen. Ah! Da kommt einer. Bock, war das der von da hinten? Tatsächlich. Okay, und da oben ist, glaube ich, so ein Ding, wo wir... wo wir hacken können. Außerdem ist hier noch ein Tonband. Victor ist in letzter Zeit kleinlauter geworden. Er spricht nicht gut auf die Medikamente an. Hallo, Victor. Gibt es was, worüber du heute gerne sprechen würdest? Okay, das hat ja nicht so geil funktioniert, war Leute. Nennt man jemanden, der drei Viertel meiner Rätsel nicht lösen konnte? Einen Batman? Ach komm, sei mal ruhig. Ich versuche doch im Moment gerade gar nicht, hier irgendwas von dir zu lösen. So und so. Zack. Und okay, das ist auf. Das ist doch schon mal sehr schön. Das heißt, jetzt kann ich hier außen einmal rumgehen. Und ich habe wieder ein bisschen Sorge, dass da hinten ist nämlich noch so ein Irrer. Vorne ist eine sprengbare Wand. Hier komme ich theoretisch rum, aber ich will erstmal den da hinten verhauen gehen. Denn der gefällt mir nicht. Kriegst du auf die Fresse, Junge. Ist hier noch irgendwo einer? Nö. Klang nur so. Na gut. Ja, immer noch der festen Überzeugung, dass ich eigentlich diese Dinger da scannen müsste. Warum sonst sollte hier dieser Gegner rumstehen und auf mich warten? So, was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, was das für Dinger sind, aber ich werde sie einfach mal alle ansprühen. Und dann synchron in die Luft jagen. So, sprühen wir das auch noch an. Und das letzte sprühen wir auch noch an. So. Und dann macht es Rums. Und dann gucke ich mal, was dahinter ist. Ja, Rums. Okay, ist aber doch nicht wahnsinnig synchron, aber hey, immerhin. Ach, guck mal, das sind Zellen. Und da unten ist eine Riddler-Trophäe in der Zelle. Aha! Warum auch immer die Zelle nicht offen ist und vor allem auch niemand drin ist. Da ist nichts, da ist scheinbar auch nichts. Okay. Gut, weiter geht's. Und bitte wieder die Batranks auswählen. Wer weiß, was gleich kommt. Auf mich zu scannen, ich wollte mich hier eigentlich erstmal umgucken. Naja gut, dann scanne mich halt doch. Ist da irgendwo ein Gegner hinter? Ach, das sieht man nicht. Da oben ist jemand. Ach, das ist wieder die gute Harley Quinn. Ich will da nicht draufstehen, ehrlich gesagt. Muss das sein? Kann ich nicht... Oh, oh. Ich will da nicht hin. Ausgezeichnet. Das überlasse ich Ihnen, meine Liebe. Schnapp ihn. Was? Wo? Wer? Hilfe! Hey! Wo denn? Da. Okay. Komm. Bam. Und nochmal. Komm. Rums. Und du kriegst erstmal den Instant Kill in die Fresse. Du kriegst den Schuh ab. Nein! Hoch, 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 hoch. Warum kann ich nicht da hoch? Geht doch. Uiuiui.
glaube, da wurde gerade einer gebraten. Das ist ja cool. Okay, ich muss immer aufpassen, wo ich bin. Und am schlauesten sollte ich natürlich in der Mitte stehen. Denn dann kann ich auf jeden Fall irgendwohin ausweichen. Anders kann ich das unter Umständen nämlich nicht. Bam, dem auch nochmal. Oh oh. Oh oh. Komm, verhau ihn. Und ihn auch. Bam, und dem auch nochmal einen auf die Fresse. Bam. Oh oh, crap. Spring hoch, schneller. Wow. Und da unten wurde, glaube ich, wieder einer gegrillt. Was ja auch nicht schlecht ist eigentlich. Und wieder in die Mitte. Wir wollen ja nicht, dass da irgendwas schief geht. Autsch. Crap. So, den machen wir wieder instant tot hier. Zack. Wie wär's mit dem Elektroschock? Aua, 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 aua. Und instant kill. Nicht, aber... Nee, den auch nicht. Okay, dann nicht. Fuck. Dem ziehen wir auch noch eine rüber. Hab's wieder geschafft. Ich glaub's nicht. Ich bin auf dem Weg. Ups, der Plan hat sich geändert, Kindchen. Aber ich hab mein Bestes gegeben. Tut mir leid, aber der zweite geht leer aus. Du stehst leider nicht mehr auf der Partyliste. Vielleicht hast du das nächste Mal mehr Glück. Nein. Oh. Stirb, du große, hässliche Fledermaus. Und bam, voll in die Fresse, oder? Naja, so in der Art, okay. Hey, Hände weg von der Ware. Das ist meine Partyliste. Ruhig. Wieso steht neben einigen Namen ein Lächeln? Du bist der Detektiv, sag du es mir. Fährt ja nicht so viel drauf. Rein mit dir. Oh. Er ist im Geheimlabor in den Gärten und... Verdammt! Ja, ich weiß. Aber er holt mich raus. Du wirst sehen. Ja. Na klar. Du wirst schon sehen. Das klang eben aber nicht so. Oh, jetzt muss er weinen. Unfair, unfair, unfair. Oracle, ich bin hier fertig. Harley ist überwältigt und ich habe ihre Abdrücke. So kannst du das Geheimlabor in den Garten finden. Ja, Harley war überall auf der Insel. Also stelle ich den Scanner so ein, dass er nur Abdrücke zeigt, die Chlorophyllspuren aufweisen. Okay, pass auf. Ich habe den Wayne-Tech-Satelliten so umgeleitet, dass er Wärmespuren auf der Insel zeigt. Die Gärten werden als sehr heiß angezeigt. Da passiert etwas Schlimmes. Okay, also erstmal wollen wir hier wieder ein bisschen was ausbauen. Jetzt überlege ich gerade, welches ich nehme. Die Erleichterung ist vielleicht nicht so praller, aber hier das mit der Reichweite. Das möchte ich gerne haben. Könnte mir irgendwann mal was bringen. So, und dann gucken wir direkt auf die Karte. Und sollen dann jetzt auch in die botanischen Gärten gehen. Aber erstmal habe ich hier noch ein paar Sachen gesehen, die ich mir gerne anschauen möchte. Zum Beispiel das da oben. Wie komme ich denn da hoch? Kann ich da nicht so hoch? Das ist schade. Natürlich sind da auch diese Dinger. Kann ich da nicht... Irgendwie muss ich da doch hochkommen. Das führt von da oben. Okay, also lass mich erstmal hier bitte... Uah. Diese komischen Teile schon wieder. Zack. Komm. Na komm. Och, das war der falsche. Den wollte ich. Und komm. Du auch. Geht doch. Und dann wollte ich hier nach oben. Da gibt es erstmal eine Geheimniskarte. Sehr schön. Komm ich hier nicht nach oben in den Turm? Ich dachte jetzt irgendwie. Ach, guck mal, da geht's auch nochmal raus. Ach, das ist auf die Ebene. Okay, aber hier komme ich auch nach ganz oben. Sehr gut. Das ist die letzte Sess-Tonspur. Ja, tatsächlich. Während ich darauf warte, dass er zu mir gebracht wird, hatte ich Zeit, mir meine Aufzeichnungen nochmal durchzulesen. Ich befürchte, dass er nicht geheilt werden kann. Er hat kein Mitleid mit seinen Opfern. Ich glaube ehrlich gesagt, er sieht uns alle als seine potenziellen Opfer. Doc, geht's Ihnen gut? Was ist hier los? Es geht um Sass. Er ist aus der Isolationshaft ausgebrochen.
Oh Gott. Keine Angst, Doc. Sie sind hier sicher. Er hat hundertprozentig die Insel verlassen. Natürlich. Jemand muss die Behörden verständigen. Er wird wieder töten müssen. Verstehen Sie? Er muss. Er wieder töten müssen, steht da. Oh nein. Er ist hinter Dr. Cassidy her. Hallo? Sarah, hier ist Gretchen. Hör zu. Oh, nicht schon wieder. Warte mal, da ist jemand an der Tür. Sarah, mach nicht die Tür auf. Hörst du mich? Mach nicht die Tür auf. Es ist Sass. Er ist frei. Tja, so viel dazu. Ich würde sagen, erwischt. Und das gibt nochmal Bonus-XP, das ist ja schön. So, jetzt gibt es hier ganz viele Kästen. Muss ich die alle hacken? Ne, eigentlich nicht, oder? Das hier ist der einzige, wo eine Dings von weggeht. Das ist Nummer 5. Oder hacke ich die einfach alle? Es gibt doch bestimmt auch, na komm, irgendwie Erfahrung oder sowas. Ich kann ja mal gucken, was passiert, wenn ich das einfach tue. So nicht, so aber vielleicht. Geht doch. Flup. So geht das auf und da ist dann auch eine Riddler-Trophäe. Jetzt möchte ich trotzdem mal gucken, was passiert. Das geht überhaupt nicht. Sieh sich das einer an. Okay, dann nicht. Das ist ja praktisch eigentlich. Ist das hier noch irgendwas? Nein, scheinbar nicht. Warum sind hier überhaupt keine... Da sind gar keine Abdrücke von Harley. Das kann doch gar nicht sein. Die war doch da oben. Und was ist das hier? War hier Mr. Freeze drin? Scheint fast so, was? Okay, gehen wir erstmal hier rein und holen uns diese Riddler-Trophäe. Ach so. Die blöde Fledermaus sitzt in meiner Falle. Ach, halt ein Bubble. Sprengen uns einfach hier raus, ist doch gar kein Problem. Rums. Oh, guck mal, da ist sogar noch so ein Geist von Arkham-Gerät. Ich ging wieder zur Arbeit. Aber ich konnte die Bilder nicht aus dem Gedächtnis verbannen. Ich hätte Abscheu empfinden müssen. Aber ich war mehr denn je begierig zu erfahren, warum jemand so etwas tun würde. Okay, das war aber eine kurze Nachricht hier. So, und jetzt kann ich wahrscheinlich nach hier oben. Yep, und da kann ich mich wieder irgendwie raussprengen. Wollen wir das auch mal direkt machen? Zack, und dann guckt die Harley bestimmt wieder ganz doof. Rums. Alles überhaupt kein Problem. Wie bist du da rausgekommen? Ich habe mich gesprengt, gute Frau. So, wo komme ich hier hin? Hallo? Ach so, das ist quasi dasselbe hier. Na gut. Dann gehen wir also einfach wieder zurück, nehme ich mal so an, und irgendwie nach draußen, wobei ich noch nicht genau weiß, wie ich nach draußen komme. So, erstmal kurz gucken. Hier scheint gerade... Oh, kein Irrer zu sein. Aufhören, David. Und um fair zu dieser kleinen Gaunerin zu sein, sie hat ihre Sache ganz gut gemacht. Eine glatte 2. Unter uns. Ich will eine 1 bekommen. Ich muss nur noch ein paar Chemikalien mischen und dann erschaffe ich meine ganz persönliche Armee. Das wäre nicht so schön. Das wollen wir nicht unbedingt. Mach mal auf hier, bitte. Gibt es hier wieder ein paar Irre? Scheinbar nicht gut. Die Frage ist, wo muss ich jetzt hier hin? Ich guck mal gerade auf der Karte. Hier haben wir überall noch Ritterrätsel, aber die möchte ich gerade gar nicht machen eigentlich. Raus geht es in die Richtung, also quasi hinter mir. Arkham Island West. Okay, also einmal umdrehen. Da? Nein, da komme ich her, ne? Nee, das war das auch nicht. Hier rum, ne? Genau, das war diese Schräge. Bam! Aua, 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 aua. Ich dachte schon, er hat mich. Ich habe auch die falsche Taste gedrückt. Ich wollte gar nicht diese komische Ansicht haben. Nein, warte mal gerade. Ich muss mal gerade hier hoch und gucken, was es hier so gibt. Da gibt es einen Kasten. Der aber schon gehackt ist. Na gut. Dann nicht. Und hier ist auch sonst nichts. Okay, dann nicht. Dann lass mich doch hier raus. Wir sind wieder in Gotham Bay mit unserem Reporter Jack Ryder. Jack, wir sehen, dass der Zugang zur Insel abgeriegelt wurde. Oder hinten noch ein Irrer? Wir besetzen die Checkpunkte.
Das stimmt. Die Insel war ist langsam vom Festland abgeschnitten. Nichts kommt an vorne oder geht auch ab. Erste auch, Meldungen, die besagen, dass Batman sich auf der Insel befindet, scheinen bestätigt zu werden. Augenzeugenberichten zufolge hat der Joker nach dem Vorfall im Büro des Bürgermeisters zurück nach Arkham gebracht. Es gibt unbestätigte Berichte, dass Batman während Jokers gewagtem Ausbruch getötet wurde. Aber ich betone nochmals, das ist bisher unbestätigt. Wir melden uns bei neuen Informationen. Zurück ins Studio. Okay, danke, mach das mal. Mehr darüber in Kürze. Wie Jack berichtete, wissen wir es nicht sicher. Aber es sieht so aus, als ob Batman bei einem Ausbruchsversuch getötet wurde. Bleiben Sie weiter. Das glauben die auch selber nicht. Jetzt zurück zum regulären Programm. Das glauben die auch selber nicht. So, in welchem Klo ist er? In dem Frauenklo wahrscheinlich. Ich hab dich gehört. Na komm, ich kann ihn nicht. Jetzt hau ihn doch. Geht doch. Bam. So, irgendwo muss hier noch einer rumgeistern, nämlich Richtung Anfang. Und ich glaube, ich weiß auch wo. Hier nicht? Das meinte ich auch gar nicht. Hier ist auch kein Kasten zum Hacken. Okay. Irgendwo muss ein Kasten zum Hacken. Ach nee, ich musste hier außen rum. Richtig. Da ist noch einer. Du Penner. Du Penner. Geh drauf. Warum kann ich ihn nicht? Ich kann diese... Jetzt mach ihn... Genau. Das meinte ich. Mach ihn kaputt. Und ich glaube, hier unter diesen Dingern, da ist noch einer. Da vorne. Da. Da drunter. Der wird da raushüpfen, wenn ich komme. Sag ich doch. Warum kann ich ihn jetzt nicht jetzt... Hau den Typen doch. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Kommt hier vielleicht noch irgendwo einer? Nein. Okay. Dann nicht. Von mir aus, dann eben nicht. Gehen wir wieder raus. Okay, da vorne steht noch einer. Bam! Guten Abend, Bewohner der Anstalt von Arkham. Einige unserer verrückteren Gäste haben die Party schon früh ausrufen lassen. Und wenn ich verrückt sage, meine ich Psycho. Okay. Wenn einer einen sabbernden Verrückten sieht, der den Mund anhält oder wie ein Kätzchen schnurrt, dann tut eure bürgerliche Pflicht. Geht zu ihnen, legt den Arm um sie, zeigt ihnen, dass ihr euch um sie kümmert, bevor ihr ihnen den Hals umdreht. Und dann bewegt eure faulen Hintern in die Gärten. Ich bereite eine kleine Überraschung vor und will nicht gestört werden. Verstanden? Ne? Irgendwie kriege ich das gerade nicht. Das scheint schon mal richtig zu sein, aber ich muss irgendwie auf der anderen Seite aber nicht. Ah, da haben wir's. Sehr gut. Okay. Jetzt, au, hallo, geh schon auf. Gib mir dieses Gerät hier. Oh, was sind das für Leute? Die scheinen ausgeräuchert worden zu sein. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö, okay. Ach, oh, die sind sogar verstorben. Das ist ja nicht so geil. Liegt das am Kaffee? Hauptsache, das liegt nicht am Kaffee, der schöne Kaffee. So, ich würde mal fast sagen, ich kann mich da nicht draufstellen, aber wir können uns hier hinstellen, um ein schönes, kurzes Abschlussbild zu bekommen. Denn das soll es auch erstmal gewesen sein für diese Aufnahmesession. Ich hatte nicht so wahnsinnig viel Zeit von Anfang an. Das heißt, wir haben jetzt erstmal wieder den quasi nächsten Teil hier fertig, indem wir den, was heißt da, den Zellblock gemacht haben, wo die ganzen Verrückten drin waren. Wir haben Harley Quinn mehr oder weniger zur Strecke gebracht und wieder eingesperrt. Dafür ist Poison Ivy jetzt raus. Das ist nicht so toll. Und als nächstes müssen wir in die Gärten kommen. Aber das werden wir in der nächsten Session machen. Bis dahin hoffe ich, diese Videos haben euch mal wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.